Ja, Leute, herzlich willkommen. Jetzt doch ein bisschen pünktlicher als gedacht zu meinem Resümee der E3 2018, wie ihr es ja schon die letzten 5 Jahre von mir gewohnt seid. Ja, trotz der fehlenden Zeit, ich muss es ganz ehrlich zugeben, bin ich jetzt doch dazu gekommen, heute am Samstagabend noch mit euch über die E3 zu reden, beziehungsweise ich werde das Video eventuell erst am Sonntagmorgen veröffentlichen. Ja, also warum erst so spät? Das hat verschiedene Gründe. Natürlich auf der einen Seite die Liebe, Liebe, Arbeit. Dann musste ich heute was für die Schule machen und natürlich läuft jetzt die WM. Da habe ich, sagen wir mal, andere Prioritäten, als mich jetzt hier großartig um die E3 zu kümmern, auch wenn ich die E3 auch dieses Jahr mehr oder weniger live verfolgt habe. Also entschuldigt diesbezüglich die Verspätung. Es hat allerdings nicht nur diese Gründe, die ich eben genannt habe, dass ich dieses Video erst jetzt veröffentliche. Wobei ich glaube, in den letzten Jahren war es nicht großartig anders. Ich muss auch allgemein zugeben, ja, entschuldigt, dass ich so ein bisschen stottere und das Ganze nicht so fluently über die Bühne bringe, wie ich es normalerweise gerne hätte. Das Problem ist nur, es ist spät am Abend und ich möchte auch vielleicht so um gegen 1 Uhr ins Bett gehen. Also dementsprechend, nur ich habe halt morgen keine Zeit, deswegen muss ich das jetzt machen. Ja, ich kann eigentlich nur eins sagen, Leute, es war insgesamt eine langweilige E3. Ich kann nicht wirklich sagen, ob man jetzt großartig Schritte nach vorne gegangen ist oder Schritte nach hinten, was so den Videospielmarkt angeht. Aber ich möchte den Beginn nutzen, also von diesem Video nutzen, um ein kleines, um eine kleine Diskussion auch hier auf meinem Kanal ins Laufen zu bringen oder zumindest für dieses Video exklusiv, da ich es bei Gaming Clerks gesehen habe, die auch dieses Jahr wieder toll von der E3 berichtet haben. Und da gab es auch einen, ja, was wollte ich jetzt eigentlich gerade noch sagen? Genau, einen Nachbericht bezüglich des Themas Digitalisierung. Okay, Videospiele sind so oder so digital. Was wollte ich jetzt sagen? Die komplette. Ja, man kann schon sagen, die komplette Digitalisierung der Videospiele letzten Endes. Was damit gemeint ist, dass man in Zukunft halt praktisch nur noch Spiele downloadet und DLCs downloadet, aber keine Spiele mehr fertig im Laden kaufen kann. Ja, ich sehe es kommen, dass diese Zeit kommen wird. Zum einfach aus dem Grund, weil man als digitale Kopie deutlich mehr Möglichkeiten hat. Spiele werden auch immer größer und Leute können sich's auch immer und immer mehr leisten, sich Spiele einfach so zu downloaden. Ich kann es aktuell noch nicht. Aber wie gesagt, Leute, ich hoffe wirklich, dass ich Ende des Monats WLAN habe, weil es ist noch nicht festgesetzt. Da muss erstmal der Techniker schauen, ob das überhaupt möglich ist. Aber warum sollte es ausgerechnet bei uns nicht möglich sein, wenn es bei allen anderen doch möglich ist? Dementsprechend, ja, wird diese Zeit, also es ist unvermeidbar, dass diese Zeit kommen wird, aber ich habe natürlich Angst um einige andere Sachen. Beispielsweise der Gebrauchtmarkt und der Retailmarkt. Also der würde komplett sterben. Natürlich, solche Handelsketten wie Müller bieten natürlich auch andere Sachen an, aber wenn ich jetzt an solche, okay, es gibt keine reinen Gaming-Geschäfte, eigentlich nur den GameStop, sowas würde komplett von der Ladenfläche oder sowas würde komplett von den Straßen oder von den Straßen verschwinden oder einfach von den Geschäftsmeilen, was weiß ich, verschwinden. Beziehungsweise gut, für alte Spiele wären sie noch da, aber wie gesagt, es gäbe keinen Gebrauchtmarkt mehr und keinen Retailmarkt mehr. Daher sehe ich keinen Sinn darin, dass es weiterhin den GameStop gibt und das ist halt extrem blöd, weil auch ich habe in den letzten Jahren ziemlich viele Spiele auch verkauft und das ist eigentlich eine tolle Sache. Und deswegen hoffe ich auch wirklich, dass dieser Trend, sagen wir mal, bis 2025 nur langsam ansteigt, weil ich nach wie vor, auch selbst dann, wenn ich WLAN habe, nach wie vor gerne meine Spiele im Laden kaufen möchte, letzten Endes. So viel dazu, aber ich sehe schon kommen, dass die Videospielindustrie darauf zusteuert. Man sieht es ja auch schon bei anderen Medien, wie diese ganzen On-Demand-Services langsam aber sicher, wie soll ich sagen, sich an die Spitze vorpreschen. Ich bin immer noch sehr skeptisch, was solche Sachen wie Netflix angeht. Das habt ihr vielleicht auch schon in meinem Oscar-Kommentar gemerkt.
gemerkt, wie ich Netflix angesprochen habe, dass ich jetzt nicht der größte Netflix-Befürworter bin. Aber die Leute, die halt darauf abfahren, die sollen es halt machen letzten Endes. Ich möchte nur vorwarnen, es kann immer mal wieder sein, dass es irgendwelchen Hackern gelingt, Webseiten lahmzulegen. Dann habt ihr praktisch keine Filme mehr, ihr könnt eure Serien nicht anschauen und ihr könnt auch keine Spiele spielen. Da ist es immer wieder gut, eine physische Kopie zu haben. Natürlich ist es jetzt alles ziemlich weit von mir, ist es von mir hochgegriffen, aber wie gesagt, ich bin halt nun mal skeptisch, da bin ich einer der wenigen, der so skeptisch ist, weil alle in meiner Klasse haben irgendwie was mit Netflix zu tun oder jeder konsumiert heutzutage irgendwelche Streams. Ich bin da wie gesagt kein Fan davon oder eher gesagt skeptisch, weil ich habe es bisher noch nicht großartig ausprobiert. Ich schaue zwar über Sky Ticket die Bundesliga, aber ansonsten alles andere konsumiere ich doch lieber als Retail-Version. So viel dazu, jetzt erstmal ein kleiner Überblick über die Sachen, über die ich überhaupt nicht sprechen werde. Und zwar sind es Bethesda, die PC Gaming Show und Devolver. Sie haben auf der einen Seite nichts geboten, das mich jetzt interessiert. Aber auf der anderen Seite ist es auch wirklich so, Devolver, habe ich ja letztes Jahr drüber berichtet, ist halt zum Großteil nur eine Satire-Show letzten Endes. Es ist eine Satire-Show, vollkommen uninteressant vom Inhalt her, deshalb habe ich die rausgestrichen. PC Gaming Show, ich weiß gar nicht, haben die da überhaupt was angekündigt? Außerdem bin ich kein PC-Gamer. Bitte schaut euch diesbezüglich das Video von der E3 2017 an. Das kann man da sicherlich auch wieder übernehmen. Da ging es wahrscheinlich auch wieder um 4K-Gaming, über das ich mich auch schon letztes Jahr ausgelassen habe. Oder war das vorletztes Jahr? Weil ich meine, einmal habe ich über VR gesprochen und einmal über PC und einmal über 4K. Und der einzige seriöse Hersteller oder der einzige Software-Publisher, über den ich nicht reden werde, ist Bethesda, weil es interessiert mich absolut nichts von Bethesda. Die Elder Scrolls geht mir komplett am Arsch vorbei. Ich habe Elder Scrolls 5 gespielt, es hat mir nicht gefallen. Wolfenstein, ach nee Leute, es ist einfach nichts für mich und ich möchte nur noch mal meine Worte wiederholen. Ich kann nicht verstehen, warum Bethesda, genauso wie Valve, als welche der besten Videospiel-Publisher aller Zeiten gelten. Obwohl diese Leute vielleicht nur so um die 3 Spiele rausgehauen haben, die wirkliche Meisterwerke waren und alles andere, das kann man vergessen, oder da war dann zum Großteil einfach nichts. Dementsprechend lasse ich das jetzt einfach mal. So, dann möchte ich über EA reden. EA ist ja, wie soll ich sagen, das Einzige, was mich von EA so richtig tangiert, ist letzten Endes FIFA. Da gab es ja die große Ankündigung, dass für FIFA 19 jetzt die Champions League lizenziert eingebaut ist. Da frage ich mich natürlich, heißt es jetzt praktisch, dass alle Vereine, die es über die Gruppenphase oder die es in die Gruppenphase geschafft haben, auch in FIFA dabei sind? Weil das wäre echt super. Allerdings keine Europa League. Was allerdings, denke ich mal, verkraftbar ist letzten Endes. Ich hoffe, dass das auch in den Karrieremodus so integriert wird. Und dann ist es echt super. Und zusätzlich möchte ich noch sagen, RIP, Pro Evolution Soccer. Das ist jetzt offiziell nichts mehr. Jetzt hat man auch die letzte Lizenz verloren. Ich weiß nicht, irgendwie, ja. Gut, FIFA war schon von Beginn der Zeit an die bessere Fußballsimulation und wird diesen Titel auch weiterhin dadurch halten. Ich werde es let's playen, mal schauen, was ich da let's play. Vielleicht wieder eine Darmstadt-Karriere, das wäre auf jeden Fall schön. Und was natürlich der große Game-Changer schon auf der letzten E3 war, über den ich noch gar nicht geredet habe, ist Anthem. Es sieht unfassbar gut aus. Ich muss zugeben, es sieht wirklich gut aus und es kommt auch für PlayStation 4 raus. Aber ich denke mal, dass das Gameplay mich auf Dauer langweilen wird. Ich muss mal schauen. Es sieht interessant aus und es soll auch ein RPG sein, aber ich habe schon so viele RPGs angespielt, die ich zum Großteil keine 2 Stunden gespielt habe. Da müssen dann erstmal andere Sachen davor, muss ich erstmal mit anderen Sachen Vorlieb nehmen, bevor ich jetzt hier mich auf Anthem stürze. Es gibt generell ziemlich viele Titel, die ich erst nachholen werde, auch Detroit Become Human, einfach weil ich kein großer Fan bin von den David Cage Games. Beyond Two Souls war ganz nett und so weiter und so fort, aber Heavy Rain finde ich extrem langweilig. Aber das ist ja jetzt wieder off-topic. Und dann noch ein kleiner Kommentar zu Battlefield 5. Ich möchte jetzt nicht großartig in diese Diskussion einsteigen, weil es mir, wie ich es schon damals bei meinem Oscar-Kommentar erwähnt habe, sehr auf den Keks geht. Und zwar, Battlefield 5. Ein Spiel, das im Zweiten Weltkrieg spielt
Und das Spiel beinhaltet eine Frau mit einer Waffe in der Hand. Also, ich denke mal, diese Frau, ich weiß nicht, ob das der Protagonist ist oder die Protagonistin ist, wird aktiv am Krieg teilnehmen und das ist politisch nicht, und es ist historisch nicht korrekt, weil Frauen standen damals nicht an der Front. Ich habe so ein bisschen die Angst, dass es wieder nur durch diese MeToo-Debatte jetzt integriert worden ist. Aber gut, ich meine, es soll mir scheißegal sein, weil ich werde Battlefield 5 eh nicht spielen. Ich finde es auch vom Design gar nicht so schlecht. Ich könnte mir vorstellen, die gute Dame als Wallpaper auf meinem Handy. Okay, das geht viel zu weit. Kommen wir zu Ubisoft. Beyond Good and Evil 2 war auch in diesem Jahr wieder das große Thema. Ich kann allerdings nichts Großartiges dazu sagen. Generell regt es mich extrem auf, wenn Videospiele so präsentiert werden wie Filme. Also man hat zu Beyond Good and Evil 2, glaube ich, nur einen Cinematic Trailer gesehen und das sagt mir einfach nichts. Das tangiert mich nicht. Dementsprechend möchte ich das auslassen, da ich sowieso erstmal noch den tollen zweiten Teil oder den ersten Teil spielen muss, bevor ich mich überhaupt an den zweiten Teil ranwage. Dagegen war Assassin's Creed Odyssey. Oh mein Gott, was für ein kreativer Titel. Wiederum interessant für mich, natürlich, weil Assassin's Creed eine meiner absoluten Lieblingsspieleserien ist. Vielleicht ein kurzes Statement zu Assassin's Creed Origins, das ich vor kurzem durchgespielt habe. Es war gut, wenn nicht sogar sehr gut. Mich hat so ein bisschen die Steuerung gestört, aber es war insgesamt wirklich ein sehr solides Spiel, welches auch gute RPG-Elemente hatte. Und ich denke mal, Odyssey schließt an diesen Trend an. Nochmal einen Schritt zurück ins alte Griechenland. Ja, und es scheint auch, es scheint immer mehr zu einem RPG zu mutieren, Assassin's Creed. Soll mir recht sein, aber irgendwie, möchte ich schon, dass so ein paar Action-Adventure-Züge erhalten bleiben, weil Assassin's Creed hat angefangen als ein Action-Adventure und sollte dementsprechend auch im Kern ein Action-Adventure bleiben. Aber diese RPG-Elemente der letzten Teile waren gut, aber ich glaube, jetzt übertreiben sie es mir zu sehr. So, jetzt überraschenderweise möchte ich auch einen Kommentar zu Square Enix verlieren. Also ihr merkt, bei den, dass ich es mal wieder nur hinauszögere, bis Nintendo kommt, weil da würde ich wirklich über fast alles sprechen. Hier bei den anderen Publishern nur über die Sachen, die mir halt so besonders aufgefallen sind, da ich die Sachen dementsprechend auch nicht wirklich live mitverfolgt habe, sondern mir nur so meine Bits and Pieces rausgesucht habe. Square Enix war zum ersten Mal seit langem wieder mit einer Pressekonferenz vertreten, was mich ehrlich gesagt überrascht. Aber gut, jetzt können sich's die Damen und Herren wieder leisten. Hier gibt es eigentlich nur eine einzige Sache, die wirklich großartig auffallend war, weil ich gebe keinen Scheiß um Kingdom Hearts. Shadow of the Tomb Raider. Ich hoffe, ich habe es diesmal richtig ausgesprochen. Es sieht wirklich genial aus und ja, Tomb Raider könnte wirklich mein absolutes Lieblings-Action-Adventure werden, wenn es so weitergeht. Also vom Reboot aus 2013 über Rise of the Tomb Raider sieht es nach einer tollen Vollendung der Trilogie aus, wenn es überhaupt eine Trilogie ist. Und vor allem das düstere Design gefällt mir. Also vorbestellt ist es schon mal. Das war direkt schon nach dem ersten Trailer beschlossen, der im April rauskam oder im Mai. Und ja, da freue ich mich richtig drauf. Also, das wird einfach super. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das großartig verkacken werden. Gut, was mich eigentlich nicht interessieren sollte, ist Microsoft, weil es ist einfach so bei Microsoft, ich habe erstens keine Konsole von Microsoft und zweitens die Exklusivtitel, die meistens auch nur der einzige ausschlaggebende Grund für mich sind, weil, wie gesagt, was wollte ich eigentlich gerade sagen? Nicht die Drittherstellerspiele, sondern die Multiplattform-Titel kann ich auch auf der PlayStation 4 spielen. Und da habe ich eine deutlich bessere Auswahl von Exklusiv- und Multiplattform-Titeln. Und ja, was hat man alles gesehen? Man hat natürlich gesehen, Gears of War und Halo. Es interessiert mich letzten Endes einfach nicht. Das sind halt alles Shooter und daher für mich weniger interessant. Was ich allerdings sehr toll finde von Microsoft ist nicht nur, dass sie wirklich ihre Pressekonferenz deutlich ausgebaut haben, war ja eine der ausführlichsten Pressekonferenzen von denen auf der E3. Man hat generell so ein bisschen gesehen, alle haben irgendwie ein bisschen runtergefahren und jetzt nicht so vorgeprescht mit, wir kündigen jetzt eine neue Konsole an. Aber was man gesehen hat, das war Nier Automata, kommt jetzt auch für die Xbox One raus mit allen Vorteilen, die PlayStation 4-Version im Nachhinein erhalten hat. Also man merkt, es ist eine Annäherung an die PlayStation 4 vorhanden.
Und was natürlich der absolute Showstealer für mich war, das war Cyberpunk 2000 oder 2077, das auch für PlayStation 4 rauskommt. Ich denke, also so von dem, was ich denke, weil das war auch nochmal wieder ein Cinematic Trailer, ein futuristisches GTA. Und das sieht gut aus und ist zumindest von der Idee her gut. Ich hoffe auch wirklich, dass es einen guten Singleplayer hat oder einen guten Singleplayer bietet. Dann ist das Spiel auf jeden Fall auf meiner Liste. Jetzt sind wir bei 15 Minuten. Ja, ich muss es immer wieder abstimmen, weil ich möchte gerne hier wieder ein 30-Minuten-Video draus machen, mehr oder weniger, weil ich glaube, die letzten Videos von der E3 von mir waren auch immer 30-Minuten-Videos oder Kommentare eher gesagt. Gut, vor Nintendo gibt es noch Sony. Ich weiß, meine absolute Lieblingsüberleitung ist gut. Früher war es immer ja, aber jetzt ist es gut. Also dementsprechend, also ich merke schon, dass ich, ja, keine wirklich guten Überleitungen habe. Versuchen wir es dann einfach später bei Nintendo nochmal. Aber Sony, ziemlich zurückgerudert, muss ich sagen. Ich glaube, die hatten auch nur so einen Showcase, wo sie halt gesagt haben, so, jetzt kommt das Spiel, dann das Spiel, dann das Spiel. Das Einzige, was wirklich großartig in den Mittelpunkt gestellt war, war so ziemlich The Last of Us 2. Da haben sie eine richtige Show, emotionale Show abgezogen mit einem emotionalen Trailer. Aber was sehr auffallend ist, und das soll mir Hoffnung machen, man hat so gut wie nichts von VR gesehen. Also zumindest von dem, was ich so gesehen habe und was ich so denke. Da frage ich mich jetzt natürlich, ist das schon das Ende von VR? Ist das Teil gefloppt? Weil mich würde es nicht wundern, letzten Endes. Es ist halt, wie soll ich sagen, noch in so einer Art Beta-Phase. Man kann das Ganze noch deutlich besser ausbauen, weil so wie ich es bei Bowser XDM ausprobiert habe, weil er hat eine PlayStation VR. Hat mich das jetzt nicht so vom Hocker gehauen, mit den Socken, nee, oder aus den Socken gehauen, mit dem Hocker. Ja, ich kann da jetzt nicht mehr allzu viel Kommentare dazu verlieren, außer, dass ich wirklich hoffe, dass dieser Trend zumindest ein Ende gefunden hat, weil 4K ist wenigstens noch vom Bildformat her nützlich, aber das ist einfach nur eine Herumspielerei, die nichts über die Qualität des Spiels aussagt, letzten Endes. Okay, das sagt 4K eigentlich auch nicht. Aber letzten Endes ist es einfach nur ein Gimmick. Es ist ein Gimmick, das hoffentlich verschwinden wird. Also ja, jetzt habe ich mich wieder bei allen Leuten unbeliebt gemacht, die hier ein Heiligtum auf VR bauen, aber für mich ist es einfach nichts und ich hoffe, es wird verschwinden. Ich hoffe einfach, es wird verschwinden, weil ich habe da in letzter Zeit auch nicht großartig viel gesehen, außer dieses seltsame, dieser Guitar Hero Verschnitt, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, den ich ziemlich interessant finde, muss ich nebenbei sagen. Also ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie das Spiel heißt. Ansonsten werde ich es nochmal in der Videobeschreibung erwähnen. Ja, aber kommen wir zu The Last of Us 2, wovon ich den ersten Teil nochmal durchspielen muss. Da hat man zuerst Gustavo Santaolalla auf die Bühne gebeten. Das ist ja der den Soundtrack komponiert hat. Und auch hier hat er wieder einen super Job abgeliefert. Ich würde generell sagen, dass The Last of Us einen der besten Videospiel-Soundtracks aller Zeiten hat. Und das ist einfach, es passt einfach irgendwie zu dem Spiel, aber es wirkt auch irgendwie seltsam. Und auch dieser Trailer war ziemlich seltsam, aber ebenso emotional. Aber dennoch, vom Gameplay denke ich mal, dass es keine großartigen Veränderungen geben wird. Und ich muss einfach den ersten Teil mal durchspielen, weil den habe ich jetzt ziemlich billig bekommen. Es gefällt mir vom Gameplay nicht so sehr. Was man dann noch gesehen hat, das war Ghost of Tsushima, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Es ist ein, ja, seltsamer Schritt seitens Sony, kann ich nur sagen. Es ist ein Samurai-Spiel, von dem man schon viele andere Spiele gesehen hat, die deutlich besser waren. Also, ich kann nur sagen, vielleicht Samurai Warriors oder For Honor. Das fällt mir so als erstes ein, wenn ich mir das so anschaue. Und was ich ebenfalls sehr seltsam fand, das war Death Stranding, der neue Trailer, der hat jetzt nicht so eine großartige Aussagekraft gehabt. Ich glaube, das Spiel, das werde ich auch erstmal im Laden dann lassen. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Und natürlich mein allerletzter Kommentar zu dem Spiel, also zu Sony, zu dem Spiel, das im September oder ich weiß gar nicht, auf jeden Fall im Herbst rauskommt, es ist Spider-Man. Ich freue mich riesig drauf, weil ich erkläre es gerne nochmal. Eines meiner allerersten Spiele auf der Wii war das Spiel zum Film Spider-Man 3 und das war einfach richtig super damals und ich hoffe wirklich, dass sie jetzt daraus ein wirklich tolles, eigenständiges Spider-Man-Spiel machen, das auch von gameplay-technischen Innovationen her profitiert und dass es einfach ein gutes Adventure wird. Das ist eigentlich alles, was ich will
Und darauf freue ich mich richtig. Auch der neue Trailer hat wieder mal richtig drauf Bock gemacht. Sieht sehr dynamisch aus. So, dann wären wir also beim letzten Punkt meiner Besprechung angekommen, pünktlich zur 20. Minute. Nintendo. Erstmal ist mir aufgefallen, dass kein 3DS-Spiel angekündigt worden ist. Also ich denke mal, dementsprechend wird der 3DS auch nach knapp 8 Jahren jetzt beerdigt werden. Ich denke mal, er wird weiterhin verkauft werden, entgegen der PlayStation Vita, die jetzt demnächst abgesetzt wird im Jahr 2019. Also endgültig, da kommen auch keine Spiele mehr raus oder werden auch keine Spiele mehr vertrieben. Aber der 3DS, der wird, denke ich mal, noch lange Zeit im Laden drin bleiben, vor allen Dingen wegen den Pokémon-Spielen. Auch resultierend aus der wieder steigenden Popularität, auch wenn Ultrasonne und Ultramond ein Thema ist, das wir noch im September besprechen werden, weil ihr wisst ja alle, dass ich die Spiele nicht mag. Und ja, ich werde nicht großartig meinen Kommentar zum Treehouse abgeben, weil mich einfach, wie soll ich sagen, so Live-Gameplay oder Live-Footage nicht wirklich interessiert. Beziehungsweise, es ist schon manchmal interessant, was die Entwickler dazu zu sagen haben. Und es ist auch ein toller Service von Nintendo, auf jeden Fall eine Annäherung zu den Fans. Aber letzten Endes, ja, brauche ich es nicht wirklich. Mein allgemeiner Eindruck zu Nintendo, ich weiß, ich muss des Öfteren Pausen machen, einfach weil sich in meinem Mund so viel Speichel ansammelt. Also ihr wollt es euch gar nicht vorstellen. Deswegen muss ich den erstmal runterschlucken. Allgemein muss ich echt sagen, es war wirklich enttäuschend von Nintendo. Vor allen Dingen jetzt hätte man wirklich einen Riesenschritt mit der Switch machen können und jetzt nochmal so richtig schönen Titel ankündigen, mit denen man auch andere Leute noch ins Boot zieht, damit die Switch richtig profitabel wird. Weil jetzt aktuell ist sie schon profitabel mit, glaube ich, 15 Millionen verkauften Einheiten, aber sie könnte noch viel mehr rausholen. Ich sehe richtig Potenzial darin, jetzt nach dem ersten 1,5 Jahren. Dementsprechend war das echt enttäuschend, was Nintendo da zum Großteil abgezogen hat. Vor allen Dingen, sie haben sich zu gefühlt 50%, wenn nicht sogar 60%, nur auf Smash Bros. Beschränkt. Und das ist einfach zu wenig. Da habe ich mir viel mehr erhofft oder da haben sich andere Leute viel mehr erhofft. Dementsprechend gehen wir einfach die wenigen Sachen durch, die jetzt da einfach angekündigt worden sind. Es fing an mit Demon Machi Machina, ich habe da Demon Mafia geschrieben, aber es das heißt Demon Machina. Das ist letzten Endes ein Anime-esker, man möchte mal ein Evangelion-esker Arcade-Shooter mit finsterem Design, mit so finsterem Comic-Design. Sieht interessant aus. Es hat mich wirklich im Großen und Ganzen erinnert an Evangelion. Ich glaube aber insgesamt wird das Spiel mir jetzt nicht so sonderlich zusagen. Genauso wie das neue Star Fox-Spiel, das irgendwie komplett anders heißt, wenn es überhaupt ein Star Fox-Spiel ist, aber vom Art-Design her sieht es so aus wie Star Fox. Also wie Star Fox Zero werde ich das im Laden lassen. Dann wurde Xenoblade Chronicles 2 ein DLC angekündigt. Es ist in Ordnung natürlich, also auch wenn ich meine, dass das Spiel schon durch seinen Inhalt an sich abgeschlossen ist, weil ich muss es auch noch weiterspielen. Das ist ein sehr großes Spiel, aber es gefällt mir auf jeden Fall. Ja, in Ordnung. Ich hoffe, der DLC wird nicht allzu teuer. Und über was mich natürlich alle Leute reden hören möchten, wenn sie mich überhaupt reden hören möchten, ist Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Eevee. Der Trailer hat ja große Wellen geschlagen. Letzten Endes kann ich echt sagen, oder wie ich es schon auf Twitter geschrieben habe, ich freue mich darauf, auch wenn ich letzten Endes sehr große Angst habe, dass diese Spiele zu casual werden und keinen wirklichen Anspruch haben. Ich meine, generell sieht das Ganze ja so aus wie Pokémon Gelb. Es ist ja auch angelehnt an Pokémon Gelb. Aber ich hoffe dementsprechend, dass da auch der Anspruch drin bleibt. Also es wäre echt toll, wenn sie so ein neues Reimagining, eventuell mit erweiterten Ortschaften, wie schon Feuerrot und Blattgrün machen, was ich auch wirklich anbieten würde, weil ich bin vom Multiplayer total überzeugt. Das möchte ich an der Stelle sagen. Aber ja, ich hoffe einfach nicht, dass dieses Spiel allein sich die Grundidee hat, Leute wieder an Pokémon Go ranzusetzen, damit halt die Pokémon übertragen werden können, was übrigens auch das erste Mal jetzt so großartig etabliert ist, dass man praktisch sein Handy mit der Switch verbinden kann. Ist eine tolle Sache.
Und die Zusatzinvestitionen, ja, Pokémon war halt immer dafür bekannt, dass man mal mehr Geld in Videospiele investieren muss. Es ist mir eigentlich im Prinzip egal. Ich werde einfach da mal schauen, wie mir die Spiele gefallen. Dann bin ich auch bereit, Geld auszugeben für diesen Pokéball. Weil es sieht schnieke aus, dieses Zubehör. Es sieht wirklich schnieke aus, da man ja auch mit dem Teil spielen kann. Und ja, es ist eigentlich ganz nett, muss ich zugeben. Ich hoffe wirklich, dass ich dann jemanden finde, der das mit mir zu zweit spielt. Dann könnte es wirklich eine nostalgische Reise werden letzten Endes. Und das Mew, das möchte ich mir natürlich auch gerne schnappen. So, weiter geht's mit Super Mario Party, also Mario Party 11 im Geiste. Endlich mit Online-Modus, auch wenn es mich eh nie gekümmert hat. Was mich so ein bisschen abgeschreckt hat, ist der Multiplayer. Ich weiß jetzt nicht, ob das optional ist, aber man scheint für manche dieser neuen Minispiele tatsächlich zwei Varianten von der Nintendo Switch zu brauchen. Also, dieses eine Röhrenspiel da, das sah sehr nach zwei Nintendo Switch-Konsolen aus. Aber vielleicht ist es auch nur optional. Was ich auch gesehen habe, ist, es gibt, oder war es nicht sogar das Spiel mit dieser Panzerkiste-Verschnitt, also das Spiel aus Wii Play, das jetzt hier irgendwie auch mit Mario-Figuren übernommen worden ist. Also sieht auf jeden Fall sehr nett aus und ich habe auch noch kein Partyspiel auf der Nintendo Switch, also kein großartiges, ich habe nur One-Two-Switch. Dementsprechend, was spricht dagegen gegen dieses Spiel? Ja, de dementsprechend hoffe ich einfach, dass die Minigames mit den zwei Konsolen, oder dass die zwei Konsolen nur optional sind für diese Minispiele und dass man es auch ganz normal so zu zweit spielen kann oder zu dritt oder zu viert. Da braucht man dann dementsprechend noch mehr Joy-Cons. Fire Emblem Three Houses war dann als nächstes dran. Es interessiert mich nicht und grafisch fand ich auch, über weite Strecken sehr schlecht aus. Ich habe echt gedacht, sie würden das zuerst wieder für 3DS ankündigen, weil das NTA-Aliasing hat gefehlt an jeder Stelle. Aber gut, Fire Emblem-Fans wird es letzten Endes gefallen. Ob es ihnen gefallen wird, dass sie das Geld für die Konsole ausgeben müssen, das ist fraglich. Dementsprechend weiß ich nicht, ob das so ein großer Verkaufsschlager wird letzten Endes, weil, ja, ich kenne so ein bisschen die Fire Emblem Fanbase. Naja, schreibt ihr mir mal eure Meinung in die Kommentare. Was mich ebenfalls nicht interessiert hat, und da werden jetzt wieder viele Leute aufschreien ohne Ende, Fortnite. Ich möchte mich nicht großartig zu Fortnite äußern, aber sorry Leute, es ist nicht meine Welt, aber es ist schön, dass man es jetzt praktisch auf Switch spielen kann. Generell, was ist eigentlich das Besondere? Okay, ich frage gar nicht dran, das hat mich schon damals gewundert bei Minecraft. Und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, aber ich will es ehrlich gesagt nicht ausprobieren. Von mir aus, wer es haben will, kann es jetzt haben. Es ist kostenlos, meine Güte. Das ist das einzige Positive, das ich da anmerken kann, ohne es jetzt gespielt zu haben. Die letzten zwei Punkte kommen jetzt noch. Also jetzt hätten wir da die Indie-Games. Die möchte ich, oder gut, eigentlich nur noch ein einziger großer Punkt, weil die Indie-Games möchte ich überspringen. Es ist mittlerweile echt das Übliche, das man so von Nintendo erwartet auf der E3. Dementsprechend fand ich auch jetzt hier keine großartigen Titel, die mich jetzt beeindrucken. Entweder es ist halt so wirklicher Shuffle, ist wirkliche Shuffleware oder sieht nach Shuffleware aus, oder es sind Ports von anderen Spielen, von denen man erwartet hat, dass sie auf Switch rauskommen. Gut, bei FIFA 19 wundert es mich, aber hier auch erneut ohne Story-Modus und ohne Frostbite-Engine, denke ich mal. Aber ansonsten ja, halt noch irgendwelche Ports von Spielen, die schon länger draußen sind als ein Jahr. Oh Mann, ich muss dringend was trinken. Aber wir sind ja auch gleich durch. Super Smash Bros. Ultimate wurde angekündigt. Das ist die einzige große Ankündigung, die dann jetzt noch kam. Also das Video drehte sich 30 Minuten lang um Smash Bros. Ultimate. Ja, was kann man dazu großartiges sagen? Alle Kämpfer sind dabei. Plus noch ein paar mehr. Also ich denke mal, sie werden wieder neue Kämpfer einführen. In verschiedensten Designs. Also beispielsweise Link kann man einmal, glaube ich, als Normal-Link spielen und einmal als Breath of the Wild Link. Und irgendwie habe ich insgesamt oder gesamt das Gefühl, dass sie Millie ziemlich rezitieren wollen. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen unglücklich, weil Millie ist das Smash Bros., mit dem ich bisher, oder gut, mit dem N64 Smash Bros. Hatte ich auch am wenigsten Erfahrungen gesammelt, aber mit Millie hatte ich auch wenig Erfahrungen. Ich bin halt eher so der Brawl-Typ. Mir gefällt auch Brawl besser als Millie.
Das sind ja viele Fans anderer Meinung. Und was ich aber toll finde, ist, dass man sich das alles wirklich Schritt für Schritt erarbeiten muss, dass man praktisch zum Anfang nur 8 Charaktere hat. Also das Original-Line-Up von N64 Smash Bros. Und dann nach und nach halt diese riesige Palette an Kämpfern bekommt. Nur, was ich mich persönlich frage, ist, und das haben sich auch viele andere gefragt, wo ist der Story-Modus? Ich brauche einen Story-Modus, das war der große Kritikpunkt an dem Smash Bros. Für Wii U, das ich höchstwahrscheinlich dann auch verkaufen werde. Dementsprechend hoffe ich, dass es da noch weitere Informationen gibt. Ich bin mir sicher, dass Nintendo da noch einiges raushauen wird, weil das Spiel soll ja schon Ende 2018 erscheinen, entgegen vieler anderer Sachen, wo ich immer wieder den Schriftzug Coming 2019 gelesen habe. Da konnte man auch ein wunderschönes Trinkspiel veranstalten, meiner Meinung nach. Immer wieder, wenn das so kam, Coming 2019. Dementsprechend hoffe ich da auf mehr Informationen, aber ich möchte natürlich auch das Offensichtliche ansprechen, und zwar den Ending-Trailer, der für Smash Bros. Ankündigungen ja so oder so immer gesetzt ist und immer gut für Überraschungen ist. Ja, Leute, ein Meme ist gestorben. Ridley aus der Metroid-Serie ist tatsächlich ein spielbarer Charakter. Er ist nicht mehr zu groß, man kann ihn jetzt endlich spielen, die Fangesänge wurden erhört und die Live-Reactions von den Leuten waren einfach nur zu göttlich. Also das war noch göttlicher, als dass Ridley jetzt drin ist, aber ich habe auch gelacht. Ich musste ehrlich zugeben, ich habe auch gelacht. Und ja, wenn das nicht der Main-Charakter von Bowser XDM, also Luca, wird, dann weiß ich auch nicht. Dementsprechend war es das jetzt. Ich denke mal, wir haben uns jetzt gut 30 Minuten, wenn nicht sogar länger, mit der E3 beschäftigt. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Ich fand, wie gesagt, es war sehr enttäuschend, was wir da auf der E3 dieses Jahr gesehen haben. Und ich hoffe wirklich, dass es nächstes Jahr wieder besser wird. Wenn auch nicht unbedingt mit neuen Konsolen. Und wie gesagt, entschuldigt es einfach nochmal, dass ich jetzt nicht so sehr auf alles Mögliche eingegangen bin, beziehungsweise manche Sachen gar nicht erwähnen konnte, da sie mir nicht eingefallen sind. Aber dementsprechend schreibt ihr einfach mal in die Kommentare, was euch noch so begeistert hat auf der E3. Vielleicht hat euch ja Bethesda richtig, es euch richtig angetan. Dementsprechend, ja, da hat wieder jeder seine eigene Meinung. Ich fand's halt dieses Jahr relativ mau. Dann beende ich das Ganze jetzt bei 32 Minuten. Bis zum nächsten Mal und schau, haltet die Ohren steif und denkt daran, Freundschaft ist Magie. Schönes Zocken.